Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich wollte euch heute zeigen, welche Apps ich benutze und welche nicht. Das ist ganz einfach. Das hier ist meine Aufnahme-App. Dann ist hier meine Schneider-App, die kann ich euch auch mal zeigen. Das hier sieht dann so aus, wenn ich aufnehme. Und meine Bearbeitungs-App ist Movia Videos Edit. Ist auch kostenlos und deswegen, ja. So sieht das dann immer aus. Dann muss ich das immer deinstallieren und neu installieren nach einem Monat. Und ja. Dann haben wir es ja schon im letzten Video gemacht, mein Browser, Opera GX. Oh, nicht mein Browser. Warte, hört ihr das? Okay. Was ist mit meinen Katzen los, ey? Und das ist der Browser hier, den habe ich euch schon letztes Mal gezeigt. Und hier haben wir das hier. Das ist was ganz Besonderes, weil hier habe ich mein Spiel, mein Roblox-Spiel entwickelt mit dieser App. Da ist auch, glaube ich, offiziell von Roblox, dass man das damit machen soll. Wir gehen mal ganz kurz ein Spiel rein, das ich gemacht habe, und dann sehen wir uns gleich. So Leute, da sind wir auch schon in einem Spiel drin. Ich habe das jetzt einfach mal Work It Simulator genannt. Weil das in dieser App auch so ist. Da gibt es ein paar Vorlagen und das habe ich einfach nur modifiziert. Motor. Und übrigens, bevor ich es wieder vergesse, könnt ihr natürlich meinen Discord-Server beitreten, wenn ich nicht fehlen würde. Aber ihr könnt gerne meinen Discord-Server beitreten. Würde mich drüber freuen, um ein bisschen Begleitschaft. Wir sind noch nicht viele, beziehungsweise ich bin da nicht drauf. Obwohl ich noch irgendwo anders ist drauf. Irgendwo anders ist noch drauf. Und würde mich sehr über Gesellschaft freuen und ja. Ich zeige ihn euch mal gerade. Wir sehen uns, wenn er an ist. So Leute, da sind wir auch schon in meinem Discord-Server da. Mein Deutsch ist auch immer wieder komplett am Arsch. Und wir sehen schon, Jonas155 ist beigetreten. Und es gibt hier auch, finde ich persönlich, sehr geile, wenn ihr länger drauf auf diesem Server spielt, kriegt ihr natürlich auch eine andere Rolle, wie zum Beispiel, ich habe jetzt eingeführt die normale Rolle Zuschauer, VIP, Leitung, Mod, Admin, Supporter, Groove, die sind alle nicht. Bot habe ich eingeführt und das war's erstmal, aber ihr könnt gerne beitreten und ciao ciao, euer YouTuber 100. Ne, YouTuber, genau, oder Gameplay 100 würde ich sagen.